Let's go. Let's go. Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu der Single-Botschaft. Hier schon begonnen mit dem Monat Juli. Was möchte sich zeigen? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Welcher Single möchte auf dich zukommen? Was möchte sich zeigen für die kommende Zeit für dich? Alle Kartendecks findest du in der Infobox. So wie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde einen Anschluss für dich in die Deutung übergeben. Machen wir das am besten so. Noch ein bisschen vermischte. So, ich denke mal, du kannst das jetzt ganz gut sehen. Ich werde das noch ein bisschen umstellen. Ich werde das einmal hier mit hinlegen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich zeigen? Es gibt schon jemanden. Es gibt schon jemanden oder etwas, was unmittelbar stattfinden möchte. Ja, das kann hier auch eine Wiedervereinigung sein, eine Versöhnung. Kann hier in der Seelenpartnerschaft sein. Schau bitte individuell für dich. Ich gehe hier nach und nach auf die Themen ein. Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen. Also, jemand hat intensive Gefühle für dich. Etwas ist hier in der Blockade, etwas geht in die Entscheidung. Es ist so, dass jemand von dir eine Entscheidung in einer Situation möchte. Ich sehe Abstand, enorm Abstand. Du hältst Abstand von genau dieser Person. Man ist auf Abstand. Schau bitte da für dich. Alles das, ich bekomme, dass etwas in dir gerade geschieht oder in dieser Person gerade geschieht. Ich bekomme auch etwas, das ist hier von Szenario ganz, ganz unterschiedlich. Schau bitte individuell für dich. Ja. Das generelle, es ist so zeitagenda-neutral hier, dass man Abstand, irgendwie großen Abstand von dir nimmt. Man hat Sorge, dass hier gleich es knallt, gleich Gewitter kommt. Ich rede nicht gerade. Gleich irgendetwas geschieht, dass es donnert und blitzt.
So bekomme ich das hier, ja, also man schützt sich, Protection haben wir hier und das sagt auch diese Karte. Es ist etwas, wo man diesbezüglich da einen, wie einen großen Bogen um dich macht. Ganz, ganz speziell und unterschiedlich, ja. Denn wir haben hier die Anziehungskraft, auch irrelevant, wie du hier schaust, starkes Charisma, starke Ausstrahlung, ja, und das ist so wie ein großen Bogen irgendwie machen und dann aber so um die Ecke schauen. Um die Ecke schauen. Das bekomme ich hier. Also es ist definitiv so, dass man nach dir schaut. Ja? Zeichen, Signale bekommst du hier. Ist es so, als ob jemand dich sucht oder auswendig machen wird oder was auch immer es ist. So dieses, man hat dich gesucht und gefunden, ja. Diese Person könntest du kennen, schau bitte individuell für dich, ihr seid da auf Abstand. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Ich bekomme hier, dass jemand nach dir sucht. Schau mal, ganz viele Federzeichen bekommst du, 22. Ja, also hast du hier auch nochmal in dieser Konstellation, also starke Gefühle zeigen sich im Hinblick einer Person. Ich bekomme hier auch, dass diese Person von dir einen Vertrauensvorschuss möchte. Man bittet dich um einen Vertrauensvorschuss. Da schau bitte. Das ist hier eine heilige Verbindung. Also für den einen oder anderen kann es hier um eine heilige Verbindung gehen, eine Versöhnung mit einer ganz, ganz bestimmten Person. Auch das. Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Es kann auch sein, dass es sich etwas zeigt, auch speziell, dass man diesbezüglich auf der Suche ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du in deinen Wert kommst, deinen Wert erkennst. Jene Energie, du brauchst nicht auf der Suche zu sein. Brauchst du nicht, ja? Also da in diesen Dingen. Aber es ist Blitz und Donner. Also hier ist etwas, wo das natürlich auch für den einen oder anderen Selbstschutz sein kann, ja? Dass es mit jemandem zu tun hat, der in Form da sich selbst eben auch schützen möchte, du diesbezüglich da eben sehr, sehr glücklich auch bist. Das ist auch unterschiedlich, ja. Es ist nur so, dass du in einer Situation, was du nicht möchtest, hältst du Abstand, hältst von dir fern. Das brauchst du einfach nicht, ja. Bestimmte Personen, das kann in einer wiederholten Situation sein, Personen in diesen Gegebenheiten, du bist ganz stark beschützt, auch das. Ja, also in Form, wenn jemand in einer Partnerschaft ist, wo du dann eben auch weißt, darauf lässt du dich in diesen Dingen nicht mehr ein. Ja, also ich sehe schon, dass das abgegrenzt wird, dass du da diesbezüglich zugemacht hast, dass du das diesbezüglich eben von dir fernhältst. Ja, das möchtest du einfach nicht. Ja, auch das, weil hier ist eine eindeutige Botschaft eben auch in dieser Situation, in Konstellation mit dem Hierophant, der König der Stäbe. Wir haben hier, das kann Selbstwert sein, also ganz, ganz unterschiedlich, wie du hier schaust, ja, also sich Gedanken und Sorgen eben auch zu machen in Form dieser Liebe oder wann kommt jemand in dessen Leben, ja, also ganz, ganz unterschiedlich, dass man eben auf der Suche ist. Und da diesbezüglich ist es so, eigentlich hast du schon jemanden gefunden, das auch. Ja, ich schaue dann nochmal weiter. Die Entscheidung für dich, die Entscheidung zu dir, Selbstliebe, deinen Wert zu erkennen. Ja, oder er kann es so haben. Auch das. Gedanken umsonst. Absolute Gedanken umsonst kann aber auch sein, dass die maskuline Energie sich in deine Richtung eben auch intensive Gedanken macht. Oder die weibliche Person. Auch das. Ja. Jemand möchte nicht, dass du irgendwo hingehst, jemand möchte nicht, dass du den Ort verlässt, jemand möchte nicht, dass du irgendwie, du bist auf dem Weg, ich sehe, dass du auf dem Weg bist. Hier könnte jemand so kommen, wenn du schon gepackt hast, wenn du schon abfährst, wenn du schon gehst. Vielleicht begegnest du jemanden irgendwo da mit Koffer und Gepäck und das kann sogar etwas sein, wo du irgendjemand besucht hast und dann plötzlich, du bist auf dieser Abreise und da begegnest du genau dieser Person und denkst dir dann, ja,
Das ist dein letzter Tag, du musst abreisen, auch das. Unabhängig von diesen Dingen auch sehe ich, dass jemand in deine Richtung unterwegs ist und diese Person möchte dich dann aufhalten, wenn du dabei bist zu gehen, wenn du dabei bist, den Ort zu verlassen, was auch immer es ist in deinem Leben, möchte dich dann aufhalten. Du hast Abstand genommen. Du bist mit dir. Es geht um eine Entscheidung, dass diese Person dann eine Entscheidung von dir möchte. Und das könnte dich in diese Situation bringen, wo du dann entscheiden musst, auch in Form Partnerschaft, jemand könnte von dir eine Eheverbindung, was auch immer es ist, das kann ein Antrag sein, jemand möchte mit dir gemeinsam sein und du weißt dann nicht, was du tun sollst. Ja, auch das. Es ist enorm starke Liebe, das, was ich schon sagte. Also wenn du dich das diesbezüglich eben auch gefragt hast, es sind diese intensiven Gefühle und man möchte da in die Schritte zu dir eben auch gehen. Das ist alles geführt hier. Eine Situation, die geführt ist, eine Wiedervereinigung, sagte ich schon, eine Versöhnung, was dich dann irgendwie so in die Unentschlossenheit irgendwie bringen möchte. Aber hier, das ist das, was jetzt für dich wichtig ist. Dein Wert. Ganz, ganz wichtig. Es kann auch sein, wenn du bereit bist, eine Situation zu verlassen, das ist auch ganz, ganz individuell und speziell, dass dann diese Person dein Leben tritt, wenn da alles Adapter gelegt wurde. Ja? Das bekomme ich hier auch. Zumindest ist es so, ein König der Stäbe kommt in deine Richtung, passioniert in deine Richtung. Jemand möchte die Initiative ergreifen. Jemand möchte mit dir eine Partnerschaft. Das geht hier in den August hinein. Ich bekomme August. Das ist hier jetzt Juli, August, Löwe-Saison. Ja, das bekomme ich. Ich bekomme auch, dass es jemand sein kann, dass du diese Person begleitest. Man wird dich fragen, ob du diese Person begleitest. Das bekomme ich auch, speziell und individuell. Das ist hier eine große Chance. Ich sehe das als Potenzial, ich sehe das als große Chance für eure beide in eurem Leben. Eine große Chance, ein großes Potenzial. Also das ist hier wirklich alles. Du hast das Potenzial von Partnerschaft, von Verbindung, von alles. Das Komplette. Jemand sieht dich als Komplettes in seinem Leben. Dann wiederum könnte diese Person diesbezüglich eben auch zweifeln. Das auch, ja? Also, das ist ein Gleiches. Ihr seid gleich. Es ist ein Gleiches. Selbe Denkensweise. Diese Person könnte in einem höheren Amt sein. Diese Person könnte starke, passionierte Richtungen anstreben. Diese Person könnte spirituell sein. Diese Person könnte religiös sein, was auch immer es ist. Diese Person lässt sich leiten vom Instinkt, Intuition. Ja, das bekomme ich hier. Instinktiv. Jemand ist sehr instinktiv. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Erfolg. Also es kann eine sehr, sehr erfolgreiche Person sein. Es kann alles das sein, was ich eben auch schon sagte. Ich sehe auch in dieser ganzen Konstellation, dass jemand dich beschützen möchte. Das heißt, dass man mit dir in eine Verbindung gehen möchte, dass man möchte dir alles zeigen. Man möchte dir das goldene Tablett zeigen. So bekomme ich das hier. Das goldene Tablett. Es ist wie, als ob man dir diese Welt zeigen möchte. Wir haben hier nicht die Welt, aber hier ist es eine Situation, die ich intensiv mit Reisen bekomme. Hier haben wir viel Wasser, hier ist die Wüste. Also es ist etwas, wo man für dich bereit sein wird, Gemeinsames zu vollbringen. Ja, also jemand möchte mit dir Gemeinsames vollbringen. Schauen wir hier nochmal weiter. Das ist hier schon sehr, sehr intensiv. Das ist, ihr werdet gemeinsam. Entweder werdet ihr euch da treffen bei den 10 der Kerlchen oder ihr werdet gemeinsam gehen, sobald man eine Situation eben auch verlassen hat. Ja?
Das auch kann auch im Zusammenhang stehen, dass jemand noch in einer Verbindung ist. Auch das, ja. Jemand möchte für dich da sein, jemand möchte dich beschützen, was wir hier haben, was ich vorhin schon sagte. Jemand möchte einfach an deiner Seite sein. Auf einer Augenhöhe ist das. Das ist auf einer Augenhöhe. Von Angesicht zu Angesicht. Und da kann es sein, dass dieser Blitz, ich bekomme diesen Blitz und diesen Donner, dass es von Angesicht zu Angesicht für ein enormes Signal bei euch gesorgt hat oder sorgen wird. Wir schauen für die Zukunft. Ja? Also schauen wir hier nochmal weiter. Soll ich dazu noch was sagen? Jemand hat dich ins Visier gefasst. Du bist dessen Ziel. Jemand hat es sich zum Ziel gemacht, mit dir in eine Partnerschaft zu gehen. Mit dir all in zu erleben. Das Höchste aller Höchste. Das ist das Höchste aller Höchste. Wir haben ihn hier erfahren. Ja, die höchsten Levels des Lebens. Auf allen Ebenen. Das ist nicht nur 3D. Auf allen Ebenen. Das ist etwas ganz, ganz anderes hier. Ja, das ist hier schon etwas, wo jemand schwingt auf den höchsten Ebenen. Ihr werdet auf den höchsten Ebenen schwingen. Schau dir das an. Ja. Also, das ist etwas, was du manifestiert hast. Jemand hat dich manifestiert. Ihr habt euch höchstwahrscheinlich noch nicht mal in dem Wissen manifestiert, weil das ist eine geführte Situation noch einmal. Das ist der Magier hier. Also, ihr seid gleich, absolut gleich. Es geht hier auch ziemlich intensiv vonstatten. Es wird intensiv mit euch vonstatten gehen. Vom ersten Moment an. Das ist kein zweiter Moment, das ist ein erster Moment, der stattfindet wie zwischen euch. Ja. Vom ersten Moment an werdet ihr wissen, vom ersten Moment an wird das so sein, wie es sein darf. Das ist Manifestation. Ihr habt euch also beide unabhängig voneinander manifestiert. Und was haben wir hier? Den Seelenpartner. Es ist ein Seelenpartner. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, 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 alles Liebe. Eine wundervolle Zeit. Fühl dich umarmt. Bis dahin. Ja.